verdammt nochmal verschwinden und stirbt. Dran. Dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, wie ich reingekommen bin. Ja, ich bitte dich, da kommen wir doch noch hoch. Ein Tisch, zwei Tische, dann ist man schon mal ein bisschen höher. Den liegt hier bestimmt auch, hier sind noch genug Sessel. Man kann doch hier einen Stapel machen, da dann wieder hochbauen. Das ist sogar die Holzvertäfelung, das ist sogar ein Stück tiefer. Also. Proclaim the Gospel. Was ist denn? Was haben wir denn hier? Lesen wir mal in den Gedärmen. Da sehe ich den Dünndarm, da sehe ich den Dickdarm und da, wo meine Hand ist, müsste der Magen sein. Oh, das ist ein echt zarter Magen. Meine Güte. Oh, 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 oh. Oh, die Gedärme erst. Oh, 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 ja. Geht's dir gut? Buddy? Buddy? Hey? Geht's dir? Hör mal. Hör mal. Komm schon, ich halt. Bleib bei mir. Du kannst nicht von mir gehen. Sag doch was. Was soll ich deiner Frau und deinen Kindern sagen? Okay, genug Leichenschändung. Murkoff Corporation. Oh, dieses Telefon. Ah. Dokumente. Ja. Ach so. Vollzugsbefehl. Bla 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 bla, das lese ich nicht wieder vor. Country Road 112, okay. Eidelstattliche Erklärung wurde vor dem Direktorenausschluss seitens der Murkoff Headline Security MHS geliefert. Die Grund zu folgende Annahme hat. Katastrophale Sicherheitseinbruch im psychiatrischen Zentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eidesstattliche Erklärung und Zeugenaussagen erbrachte Beweismittel akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Ja. Ah, ich muss eben mal... Einen Moment. Ich muss eben mal kurz einen Schluck trinken. Trüge Luft und so weiter. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollem Zugang zu allen Einrichtungen und seinem Repräsentanten volle Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corporation oder ihre Tochterunternehmen aufgrund von massiven Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechender Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Haben wir sonst irgendwie Notizen? Nö. Notizen? Nö. Dokumente? Nö. Nichts Neues. Schließen. Zwei Computer. Ohne Verkabelung. Hast du das? Drei Computer. Die wollte aber wissen hier. Oh, schöner Marmortresen. Meine Güte. Die hatten Geld. Oh, Entschuldigung. Ich hör das so. Da siehst du, das ist wohl die Computertherapiezentrale. Alle wollen ein Passwort haben. Ja, wohl nicht mehr. Kein Anstand, der Typ läuft über die Leichen. Muss doch noch irgendwo eine Batterie rumliegen. Oh, Verzeihung, der Herr. Es ist aber ein bisschen schwammig, das Bild, muss ich sagen. Irgendwie... Ob das so gewollt ist? Kann ich hier nicht einfach ein Fenster aufmachen? Dann bin ich schon wieder draußen.
Na, klasse, krieg das mal wieder aus dem Teppich raus. Ah, noch mehr Akten. Bla 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 bla. Dr. Welch. Ach nee, nicht schon wieder. Morphogenische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormonen risikobehaftet. Diagnostik. Was? Spirometere? Nee. Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI-Scans. Übereinstimmt mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkung. Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelung in Fixierung befragt. Die... Ach du Scheiße. Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Ach, das war wahrscheinlich der, den wir vorhin mal kurz Hallo sagen konnten. Also nicht der, der danach kam. Existenzive... Dermalpolition? Och. Irgendwas mit der Haut. Ebenso übereinstimmt mit fehlgeschlagener morphogenischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahre Sicht, vermutlich zurückführend auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihrem paritalen... Ach so, ja, stimmt. Ja, Echsen und Komodo-Varane, oder generell Varane, haben ein drittes Auge in der Mitte des auf der Stirnseite. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelung zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch physischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Okay, so viel, dann wissen wir auch schon mal, was mit unserem Freundchen passiert ist. Kue, 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 kue. Heißt, okay, wenn wir jetzt QE kennen, heißt das nichts Gutes. Q. Na, Hände weg. E. Sir? Hallo? Hm. Oh, das sitzt im Rollstuhl, da kann man nichts tun. Sir? Hallo? Ach du Scheiße. Was soll ich denn jetzt einfach hier liegen lassen? Kann ich den irgendwie mitnehmen? Was ist das denn? Das ist doch kein Schulterblatt. Ich muss gerade mal fühlen. Ach das doch, das ist doch das Schulterblatt. Das ist das obere Ende des Schulterblatts. Ich habe einen Freund gefunden. Ich nenne ihn Billy. Billy, sag mal was für die Kamera. Ach scheiße, ich wollte noch die Batterie wechseln. Ich wollte... wie mache ich Nachtsicht dann? F, da. Okay, Billy, komm schon. Zeig mir dein schönstes Lächeln. Obwohl, ist das... Naja, lassen wir Billy einfach mal. Oder ist das der Typ, der, mit dem wir gerade geschnackt haben? Über den ich gerade irgendwas gelesen habe. Immerhin hat er gepflegte Füße.
weiß nicht, wie ihn mal. Bist du die Wache? Oh Gott. Was haben wir denn hier? Ach, das ist, glaube ich, der Priester. Ach, das ist der mit dem dritten Auge. Glaube ich. Was macht der denn da? Achso, der kratzt sich. Schauen wir eben mal. Ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert. Aber sicher ist sicher, ich gehe nochmal zurück. Nicht, dass da nochmal einer von den komischen Freaks da aufsteht. Komischerweise fühle ich mich hier sicher. Nee, Dokumente sind es nicht. Notizen. Da. Eine Reihe gerochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hölle. So tun sie wahrscheinlich nichts mehr. Billy, brauchst du Klopapier? Nein? Ich zock nur mit den Armen, wahrscheinlich brauche ich kein Klopapier. Dann gehen wir auch mal rein. Hallo! Was gibt's denn heute zu sehen? Oh. Ach du Scheiße. Ein Moria-Ork. Was fehlt ihm denn? Der sieht doch noch normal aus. Bis auf seine... Die Stelle muss er schon bald aufgekratzt sein. Wer bist du denn? Hallo. Sein Name ist Steve-O. Welcome to Jackass. Was bist du für einer? Sag mal, du hast da was am Bein. Hallo, komm schon. Zeig mir dein perlweißes Lächeln. Also so wie ich rede, kommt mir das vor, als ob ich hier der Chef bin. Komm schon, hey, Buddy. Sag's dem Onkel Doktor. Buddy? Geht's hier denn weiter? Schauen bestimmt den Ameisenkrieg. Zwischen den schwarzen und den weißen Ameisen. Ah, da geht's weiter. Das ist auch übel hier. Meine Güte. Ob das seine Arme sind? Lassen wir die Hüllen mal Hüllen sein. Noch einer. Oh, ich glaube, der ist nicht mehr so lebendig. Und schon wieder ein Telefon. Oh, das ist eine Batterie. Ist das eine Glasplatte drauf? So, wahrscheinlich schon. Oder komme ich hier doch hin? Nee. Einfach sowas von hier. Er hat sein Radio in Sicherheit gebracht. Eine Access Card. Inventar. Die Schlüsselkarte des Sicherheitsterminals. Okay.